das denn dann noch? Eine Schaufel. Na komm, nimm mal die mit. Packen wir die in den Kasten. Damit wir sie mal haben, ne? Wahrscheinlich kann man da auch Leute mit verkloppen, und mir ist nicht. Na komm, ich will mal schauen. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. So. Die auch noch. Tatsächlich, da ist auch Orden drin hier. Die Frage ist, brauchen wir die überhaupt noch? Vielleicht gibt es ja zum Schluss des Spiels noch so eine Endauswertung. Ich könnte mir das sogar vorstellen. Oh, da ist ja noch mehr. Das habe ich nicht gesehen. Gab es da gerade noch ein. Oh, was ist das denn? Aha, Sturmgewehrkugeln. Ja gut, die brauchen wir eigentlich nicht. Könnte ich noch kaputt machen? Nur noch den Orden mit, ja. Und das Schokolade. Ja gut, die dürfen wir nicht, ist klar. Okay, so. Ich möchte ja nur gut gerüstet sein für den großen finalen Kampf. Wenn es denn überhaupt so eine Art Kampf gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Quick-Time-Events und das war's. Das kann ja alles sein. Oh, da ist noch eine. Oh, da ist noch eine Axt. Also, ja. Ne? So eine Hacke. Ach, Eispickel. Naja. Eispickel ist ein bisschen was Kleineres, würde ich sagen. Die Musik ist schon irgendwie cool. Das klingt aber schon irgendwie so. Ja, als wäre alles zu Ende. Verbandskasten. Den darf ich auch nicht mehr mitnehmen. Mein Gott. Okay, ich hoffe einfach nur so auf ein bisschen Munition, ne? Vielleicht für die Schrot oder fürs Maschinengewehr. Was ist das noch? Automatikkugeln. Sowas zum Beispiel. Darauf hatte ich gehofft. Siehst du mal, das brauche ich doch. So, jetzt sind wir oben. Passend zum Ende der Musik. Und wir dürfen nochmal speichern und, okay. Truthahn-Sandwich in den Kasten. Sehr schön. Okay, da geht's speichern los. Und wir dürfen uns nochmal rasieren, das machen wir eben. Komm, einmal, einmal zum Schluss noch rasieren. Muss sein. So viel Zeit muss sein. Wir können uns nochmal umziehen, nochmal frische Klamotten für den finalen Kampf anziehen. Was haltet ihr davon? Ne, jetzt nochmal alles rausholen. Hat der Steffi auch schon die Frage gestellt, falls wir, also wenn wir uns nie rasieren sollten oder sowas in der Richtung, ne? Ob wir dann tatsächlich so einen Vollbart im Spiel bekommen. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Nehmen wir den Agenten, den haben wir ja gerade an. Oder? Ne, den haben wir nicht an. Nehmen wir den. Kleider wechseln. Ja, ziehen wir uns um. Und den können wir reinigen. So, okay. So, nochmal in den Kasten und gucken, ob wir nochmal Munition abgreifen können. Wahrscheinlich eher nicht. Na, Verbandskastendose. Da ist auch nichts mehr drin, ne. Okay, dann lassen wir es. Dann speichern wir jetzt ab und dann geht's wahrscheinlich jetzt ins große Finale. So. Ich bin echt neugierig. Ich habe keine Erinnerung mehr an den Ausgang dieses Spiels. So wie es aktuell verläuft, glaube ich dann doch nicht, dass es verschiedene Endungen gibt. Ich weiß es aber echt nicht genau. Wenn ihr mehr wisst, dürft ihr das natürlich gerne mal schreiben. So. Okay, was kommt? Francis York Morgan. I finally got to see the real Greenvale. I knew you country folk were shy. It took you long enough to show me who you really are. York, this is a wonderful and powerful town. Especially when it is raining. I always get depressed when it rains. Especially in this town.
This town has two great treasures. Do you know what they are, York? Those seeds are one of them. But I don't think they deserve to be called a treasure. An ordinary man could never appreciate their true value. But you'll agree with my selection on the second treasure, anyway. I don't disagree with treasure number two. Emily sparkles like a precious gem. This town changed since she came here. The goddess from the city gave us the fruit of knowledge and gave us sin. When I first saw her, I realized I was such a fool. A fool for being satisfied by the petty girls from this countryside town. George, I agree you were a fool, and you are a fool, even now. Shut it, York! You're the fool here. Becky, Diane, and Carol. They all died right in front of you. You couldn't save even one of them. Not even one. You're the worthless fool here. And that's what proves it. But me, unlike you, I am strong. I have power. My mother taught me the strong, who can overpower others, is always correct and right. My mother stepped on my face with her stiletto heels because she had power. And when her heel pierced my cheek, I learned to respect her. Since then, I obtained power of my own and found my own disciples. I became divine. All I need now is that goddess of fate and grab her with my hands. I want Emily in her stiletto heels. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. York, have you ever shot down a deer? Oh, it's so different from shooting a man. Deer hunting is great. They can be erotic creatures. Those black eyes, firm hips, slender legs. Hunting is a sign of power, especially deer hunting. Did you know, York? From time to time, there's a family of deer that comes down to the graveyard. I shot them full of bullets, and they still remain standing. First, I thought they were zombies, but when I snuck up on one and cut its stomach out, I found the truth. The red seeds. Those seeds made those deer invincible. George, no Olympics for you. You'll fail the doping test. You'd be good food for wild animals, though. Shut your crap, York. I have these seeds because I've chosen one. They come to me, and that proves my divinity. This is the mark my mother gave me. Proof of power. The red tree. The red tree? You've got that all wrong, George. That's the mark of child abuse. That's no use, York. Carol's death gave me eternal strength. It's surging through my body. I can no longer be killed.
aren't you honored? You'll be the first to congratulate me for my new powers. Okay, Freunde, es ist wohl soweit. Going to crush you. Going to crush you. Ja, ich darf gerade nicht schießen. Ich habe keine Waffe mehr. Ich halt die. Okay. Das geht nicht. Was mache ich denn dann? Ich kann nicht. Ein Säbel? Dann nehmen wir den Säbel. Versuch es mit dem. Ich kann auch nicht. Was? Hä? Was soll ich denn tun? Ich kann mit nichts angreifen, was ich habe. Soll ich mal so hingehen? Rücken! Okay, der Rücken. Der Rücken ist es. Alles klar. Dann komm mal her. Komm her. Es ist ja nicht schwer auszuweichen. Kann man nicht anders sagen. Fuck. Steh auf, Mensch. Dann brauche ich mal eben kurz Energie. Okay, ich habe es begriffen, wie es. Also halbwegs. Ich weiß, dass ich ihn hinten treffen muss, aber noch nicht genau, wie ich das mache. So, Verbandszeug. Ja, reicht erstmal. Entschuldigung. So, du musst dich umdrehen, mein Freund. Ich hab Kreis gedrückt, du Arsch. Das gibt's doch nicht. Ich erwisch den Arsch nicht, ne? Okay, wie machen wir das denn? Er hat sich da vorhin auch einmal umgedreht. Er müsste aber auch nicht zurennen. Komm mal hergerannt. Ja, renn mal her. Und dann muss er an mir vorbeirennen und dann kriege ich ihn vielleicht. Ja. Genau so. Perfekt. Ah, fuck. Ach, da war es doch. Schade, es hätte fast geklappt. Okay. Ach, Mann. Das ist gar nicht so einfach. Ich sehe nichts. Ja. Ja, okay. Ich muss mir das irgendwie nochmal richtig hinlegen.
Mann! Wie soll ich ihn denn kriegen? Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Okay, das hat ganz gut geklappt. Ja, es dauert gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege. Also es mangelt jetzt, glaube ich, nicht daran, dass ich zu wenig Muni oder so habe, aber... Jetzt. Das war nicht schlecht. Der war richtig gut. So, gleich habe ich dich, du Penner. Ich hoffe, dass er nicht zu viele Phasen hat. Ah, das wär's fast gewesen, glaube ich. Du Penner. George, du. Du kannst doch nix. Du kannst doch nix. Dass er wirklich diesen Scheiß glaubt, ne? Den er davon sich gibt. Mist. Das war nicht schnell genug. Doch. Ja! Okay. Jetzt mutiert er wahrscheinlich, ne? Getting Anna and Becky involved was all too easy. Carol and Thomas built a secret club for me. All we had to do was tell them about it, and they were giddy to join us immediately. And that's where I used the seeds on Anna and Becky. Amazing results, let me tell you. They went berserk. My cats in heat. Anna, especially, enjoyed the seeds. So I made my decision. She would be the first sacrifice for my immortality. George, your poetic prose is a bit confusing. Let me reword this so it makes sense. You chose Anna as your first victim, so you could be a first-degree murderer. And you framed Thomas so it looked like he did it. You saw him, didn't you? All made up. The poor fellow. He knew that he was only being treated as a substitute for Emily. He knew that. And Carol knew too. But they played along with your sick games. Oh my, you're making me cry. He's the one who told me about the Raincoat Killer. About how to become divine too. He didn't believe any of it, but when he told me, it all made sense. Why was I born in such a run-down dump? Why did my mother beat me every day? Why didn't Emily want me?
Oha. Ach du Scheiße. Like that, you belong in the zoo. Hollywood Zoo. Okay, Leute, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich verfluchen, aber ich muss an dieser Stelle leider jetzt Pause machen. Weil, ich habe keine Zeit mehr. Und wir werden dann in einer kleinen extra Aufnahmesession dieses Spiel beenden. Ich bin echt gespannt, wie das Ende dann aussehen wird. Ich hoffe, ihr seid beim großen Finale dabei im nächsten Part. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.